Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leidenschaft für Menschen. Und heute ist ein ganz besonderer Podcast, denn es ist ein Podcast für Frauen von Frauen. Und dazu habe ich auch eine Gästin und das ist Bettina Kramer. Und sie ist eine der besten Mediencoaches in Deutschland. Und ab Herbst startet ihre Business Charisma Class. Und wenn du wissen willst, was der Mehrwert von dieser Klasse ist und wie auch du eine von den wenigen Plätzen bekommen kannst, dann bleib dran, denn das erfährst du nach dem Intro. Liebe Bettina Kramer, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und dass Sie heute über Ihre Business Charisma Class reden. Ich bin schon total gespannt und ich denke, unsere Zuhörer auch. Frau Kramer. Guten Tag, liebe Frau Kummer. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung in den Podcast. Das, was mich ja so beeindruckt ist und was viele vielleicht gar nicht da draußen wissen, Sie sind ja seit über 25 Jahren im Medienbusiness. Sie sind gelernte Journalistin, Sie sind TV-Moderatorin, Sie sind seit über 14 Jahren im Coaching tätig und haben jetzt den Entschluss gefasst, eine Business-Charisma-Klasse zu machen. Wie kam denn diese Idee? Aus dem großen Bedarf heraus. Wie Sie schon sagten, ich coache mittlerweile seit 14 Jahren im Führungskräftebereich, vorwiegend C-Level, und habe großartige Männer, aber auch Frauen die ganzen Jahre begleiten dürfen. Und da ist mir immer wieder aufgefallen, dass viele von den wirklich tollen Frauen und die ich dann im Coaching habe, die sind dann ja schon meistens im Vorstand, Geschäftsführung oder haben eigene Unternehmen. Also wir sprechen schon wirklich von denen, die es nach ganz oben geschafft haben. Aber auch da habe ich immer wieder gemerkt, dass wir Mädels einfach dazu neigen, uns einfach manchmal selbst im Weg zu stehen, weil wir zu schüchtern sind, weil wir zu bescheiden sind, weil wir manchmal leiser sind als die Männer und oft auch uns noch hinterfragen. Und wenn es dann irgendwelche tollen Chancen oder Momente gibt, dann sagen wir immer lieber, ach nee, ja, ich könnte es vielleicht, aber ich glaube erst nächstes Jahr, währenddessen der Mann dann erst den Schritt sofort nach vorne macht. Und das hat mich immer traurig gemacht, dass ich dachte, so viele gute Frauen könnten noch viel mehr erreichen, wenn sie sich einfach trauen würden, den Mund aufzumachen, also ihre Meinung zu sagen, was ja darüber hinaus dann auch in Reden und in Interviews und in Podcasts, also in eine Öffentlichkeit gipfelt. Und so, und diesen Bedarf habe ich gesehen und habe gedacht, nee, jetzt mache ich eine Klasse nur für Frauen, um die Frauen zu stärken. Und wann geht's los? Wie läuft das jetzt ab? Wie kann ich mich da anmelden, Frau Kramer? Genau, ich habe das jetzt insofern skaliert, mein Business, weil bisher war ich ja immer 1:1 Coach und war im Fernsehstudio. Also ich mache meine Coachings ja immer vor der Kamera, damit die Coaches sich auch sehen, weil ich sehr davon überzeugt bin, dass es wichtig ist zu wissen, wie das Fremdbild ist. Jeder hat so ein Bild von sich im Kopf, wie sehe ich aus, wie wirke ich. Aber wenn man dann wirklich sieht, wie die anderen einen sehen, bringt die Kamera also enorm viel. Also immer stehe ich eigentlich den ganzen Tag mit Leuten im Studio. Und jetzt habe ich mir überlegt, möchte ich ja viele Frauen erreichen und deswegen mache ich einen Online-Kurs. Dafür habe ich selbst einen Online-Kurs gemacht, um zu lernen, wie das geht, wie man sowas aufbaut. Die Idee hatte ich schon vor über 3 Jahren und dann habe ich meinen eigenen Kurs jetzt an die 2 Jahre gemacht. Da kam ja noch mal ein Jahr Fernsehmoderation voriges Jahr dazu, da bin ich so ein bisschen raus gewesen. Und jetzt habe ich noch mal losgelegt und im Herbst startet diese Klasse. Jetzt kann man sich anmelden, also ich habe eine Seite gebaut. Unter bettinakramer.com kann man die sehen, da steht alles drauf, was ich anbiete, wie das abläuft und da kann man sich eintragen, wenn man Interesse hat, weil ich möchte natürlich auch ein bisschen schauen bei den Frauen, die sich jetzt anmelden, welche Bedürfnisse sie haben und ich möchte eine homogene Klasse aus 10 Frauen bauen sozusagen, die zueinander passen, die also alle im Job sind. Ich möchte wirklich Frauen aus dem Business erreichen, die wirklich diese Anforderungen haben, wo es heißt, du machst jetzt eine Präsentation, du hältst die Rede auf dem nächsten Event, du moderierst vielleicht das nächste Firmen-Event, das kommt ja auch immer stärker seit der Pandemie, ja, ganz viele Firmen, die einfach auch ihre Mitarbeiter moderieren lassen, da habe ich unheimlich viele Coachings zu, oder du machst ein Interview oder gehst in einen Podcast. Diese Frauen möchte ich erreichen, die also schon im Business gut arbeiten, aber jetzt an dem Punkt sind, wo sie sagen,
das kann ich nicht. Ich traue mich das nicht. Ich weiß nicht, wie ich in einem Interview antworte. Ich weiß nicht, wie ich dieses verdammte Lampenfieber in den Griff kriege. Wir haben doch alle diese, also da sind wir Männer und Frauen sehr gleich, aber dieses große Lampenfieber, diese Nervosität spüren ja viele Menschen, wenn sie das erste Mal auf die Bühne müssen und auch beim 5. und 10. Mal. Das lässt ja nicht ganz so schnell nach, aber es gibt halt Tricks, und die kenne ich halt als Moderatorin und als ausgebildete Stimmtrainerin und als Journalistin. Ich weiß halt, wie man die Aufregung in den Griff kriegen kann, was man gegen Lampenfieber macht. Und auch wenn man weiß, wie gestalte ich diese Rede, was sage ich im Interview, wie läuft so ein Interview ab, welche Fragen dann kommen, was sind meine Antworten. Das kann man alles lernen, das kann man alles vorbereiten. Und mit diesem ganzen Wissen fühlt man sich dann viel, viel ruhiger. Und das packe ich alles in die Business Charisma Class rein. Und deswegen heißt das ja auch Business Charisma. Das ist ja keine Kommunikationsschulung oder kein reines Medientraining, wie ich es sonst mache. Ich gebe dann halt noch mehr dazu. Also da sind dann auch Tipps, gerade weil es eben nur Frauen betrifft, was ziehe ich an? Ja, weil ich bin der Meinung, die Frauen müssen sich noch mehr richtig wohlfühlen, wenn wir auftreten. Wir kennen das beide. Oder Frau Kummer, so wie wir die falschen Füße anhaben oder der Rock irgendwie geknittert ist, fühlt man sich nicht mehr so wohl. Oder wenn die Nase glänzt. Da sind wir halt anfälliger. Und da gibt es so viele Tricks. Und die kenne ich natürlich aus dem langen Bereich des Fernsehens. 25 Jahre, wie Sie schon sagen, stehe ich ja auch vor der Kamera und weiß halt, dass wir alle gecoacht und optimiert werden. Und diese Sachen, die packe ich halt alle in die Klasse rein. So, und jetzt ist die Warteliste offen, oder die Interessentenliste sozusagen. Da können sich unverbindlich Frauen eintragen und dann ein paar Fragen beantworten, damit ich sehe, aus welchem Bereich und welche Wünsche sie haben. Und dann werden wir hoffentlich 10 tolle Frauen zusammenkriegen, die ich dann online 8 Wochen lang trainiere. Ah, das war nämlich die nächste Frage. Da waren Sie jetzt fast ein Müh zu schnell, weil ich wollte nämlich fragen, wie lang dauert so ein Kurs? Wie läuft denn das ab? Ihr trefft euch virtuell, ist da auch ein Live-Part dabei? Wie ist das, Frau Kramer? Das ist mir ganz wichtig, weil es gibt unheimlich viele Online-Kurse. Und oft, ich habe auch schon einige gemacht, ist man dann wirklich einfach allein. Und dann kriegt man viele Videos, das ist toll, und man kriegt auch viel zu lesen. Aber mir ging es immer so, ich hatte dann immer an irgendwelchen Punkten auch Fragen. Und gerade wenn wir über Coaching und Auftreten und Wirkung sprechen, es geht ja darum, dass ich wirklich das, was ich sonst in meinem Training den Coaches vermittle, auch diesen Frauen in der Klasse vermittle. Auf jeden Fall geben, wo wir Hilfe kommen, wo auch gegenseitig die anderen anurteilen. Also es wird auch eine geschlossene Mastermind-Gruppe, die sich auch gegenseitig stärken wird, bin ich ganz fest überzeugt. Sie wissen es selbst, Frau Kummer, ich habe ja auch diese Frauenpower-Kurse in real schon viele Jahre gegeben. Also das habe ich jetzt gar nicht erzählt, aber ich habe ja nicht nur die 1-zu-1-Coaching, sondern gerade aus dem Bedarf, den ich geschildert habe, haben wir ja auch gemeinsam wir beide wunderbare Frauenrunden schon zusammengestellt. Und Sie wissen es, am Morgen stehen Sie alle unsicher vor der Kamera. Dann reden wir drüber, wie man spricht, was man sagt, damit man die paar Minuten auch ordentlich füllt, also Kommunikationstraining. Dann haben wir über Mode gesprochen, dann wurde geschminkt. Und zum Schluss haben die Frauen alle brilliert vor der Kamera und zum Schluss flossen die Tränen. Und das möchte ich online insofern erreichen, dass wir also auch Gruppensessions haben. Aber das Besondere ist auch, jede Frau, die sich in den Kurs einträgt und mitmacht, bekommt auch von mir 2 Online-Stunden nur mich ganz allein. Also wenn jetzt jemand sagt, Frau Kramer, ich habe da jetzt eine Rede zu halten oder ich möchte in einen Podcast oder ich muss Interviews geben oder was auch immer das Problem oder der Wunsch ist, dann bin ich auch als Coach, als Online-Kursgeberin für 2 Stunden für jede Frau dann auch nochmal extra da. Also für alle Fragen und Antworten. So stelle ich mir das vor. Es ist ja die erste, die im Oktober startet. Und ich werde das natürlich auch anpassen an die der Frauen. Und ich hoffe dann auch auf weitere Klassen nächstes Jahr. Also das ist nicht ein Eintagesgeschäft, sondern ich möchte das einfach jetzt so nebenbei weiterlaufen lassen, weil ich, egal wo ich hingehe, immer wieder auf Frauen treffe, die sagen, oh, das brauche ich und das möchte ich. Und dann wohnen die sonst wo in Wien oder Dresden oder München. Ja, und so können wir uns alle online zusammenschalten und ich kann, glaube ich, viel mehr Frauen erreichen. Aber ich möchte eben auch nicht auf Masse oder zu groß machen. Ich möchte jede Einzelne kennenlernen, auch gut betreuen können. Deswegen nur 10.
Hat ja auch den Vorteil, erstens kleine Klasse, man lernt sich untereinander kennen, kann von den anderen lernen. Dann hat es ja auch den Vorteil, gerade für uns Frauen und Mütter ist es ja auch immer eine Zeitfrage. Und so muss ich nicht durch die Gegend reisen, sondern kann ja ganz also entspannt in dem Sinne, aber block mir dieses Zeitfenster, kann dann mein Training machen und habe dann ja die Möglichkeit, auch zu Hause nochmal für mich alleine zu trainieren. Und das ist dann halt der große Vorteil von der Sache her, dass es online ist. Frau Kramer, dieser Kurs ist für Frauen, die gerade so auf der Schwelle stehen und bekommen eine Führungsposition, die schon in Führungsposition sind, oder für wen ist das so gedacht? Die haben Sie eigentlich gerade gut bestimmt, Frau Kummer. Das ist der Punkt. Also ich würde jetzt mal ausschließen und sagen, also Lehrlinge oder Mädels, die noch im Studium sind oder die einfach sagen, ja, ich muss eigentlich nicht groß reden, ich möchte vielleicht nur mein Selbstbewusstsein stärken. Da würde ich sagen, das ist spannend, aber nicht ganz die Zielgruppe, weil ich möchte schon die Frauen im Business erreichen, genau wie Sie gesagt haben, die vielleicht schon in Führung sind, aber noch schüchtern. Da kenne ich viele, ja, die ich jetzt plötzlich, es ist ja mehrere Frauen, die ich trainiert habe, mit sehr, sehr guten Positionen. Da hieß es auf einmal, kannst du mal 2 Tage das Event XY oder die Bereichsversammlung bei der Bank moderieren vor 500 Kollegen oder vor 1000 Führungskräften? Und dann stehen die da und dann sagen die, hallo, ich bin doch Führungskraft XY, ich bin Head of, ja. Aber ich habe noch nie in meinem Leben moderiert. Und dann geht das los. Wie gehe ich auf die Bühne? Wie rufe ich die Leute auf die Bühne? Wie moderiere ich eine Talkrunde? Wie moderiere ich einen Speaker an? Diese ganzen Themen, die mir als Moderatorin natürlich tagtäglich begegnen, begegnen diesen Frauen nicht. Und die möchte ich ansprechen. Dann habe ich Kundinnen, die sagen, ey, ich darf jetzt in einem Podcast oder ich bin sogar ins Fernsehen eingeladen oder großes Thema Social Media. Viele, viele machen ja in ihren Firmen Social Media Videos und Aufsager. Dann kommt dann die junge Social Media Abteilung vorbei und sagt, so, kannst du mal jetzt hier in 2 Minuten machen? Wir brauchen was für TikTok oder Insta oder LinkedIn. Und dann stehen die da und sagen, ja, wie mache ich jetzt das Video? Kriegen es alle irgendwie hin. Aber es gibt natürlich die entscheidenden Tools, die ich als Moderatorin und Journalistin natürlich kenne, damit es richtig gut wird. Ich sage immer, das ist schon immer mein Motto im Coaching, du kannst 3 Minuten heiße Luft senden. Ja, labern können wir alle irgendwie. Aber wenn du 3 Minuten die richtigen Sachen zu deinem Unternehmen sagst, dann könnt ihr euch einen Werbespot sparen. Also man muss sich auch vorher Gedanken machen, was sind denn meine Kernbotschaften? Was sage ich in dem Podcast, in dem Interview, auf der Bühne? Und die wenigsten Menschen machen sich das. Und so gibt es also zu jedem Part sehr viele Bausteine, die ich in den Kurs reinpacke, sodass man hinterher wirklich für alle Eventualitäten gewappnet ist. Und durch diese Online-Funktion sehe ich die Frauen ja auf dem Bildschirm. Also ich kann ja auch Mimik, Gestik, Aussprache, Stimme, das wird alles ein Thema sein. Kann ich natürlich beurteilen, wenn ich die Coaches sehe in der Business Charisma Class. Und auch daran werden wir arbeiten, weil letztendlich ist es das Gesamtpaket, dass ein Mensch authentisch ist. Der muss sich wohlfühlen in seiner Haut. Das sieht man an der Körpersprache, das hört man an der Stimme. Und das kann er im Grunde genommen nur, wenn die Botschaften richtig sind, wenn er oder sie wissen, was sie sagen wollen, wenn sie sich gut finden, wenn sie überzeugt sind von sich. Und das ist mein großes Ziel. Authentische Kundinnen mit einem starken Selbstbewusstsein dann nach 8 Wochen in die Businesswelt zu entlassen. Wunderbar. Sehen Sie, da klingelt schon das Telefon, so ein typisches Beispiel. Eine Frage noch, also auch für unsere Zuhörerin als Info, gar keine Panik bekommen, weil unten in den Shownotes stehen natürlich drin, wo könnt ihr euch anmelden, wo ist die Internetseite von der Frau Kramer, wie erfahre ich denn, ob ich Teilnehmerin bin? Also das schreibt mir alles unten in die Shownotes, ihr könnt dann in Ruhe schauen. Ich glaube, Frau Kramer, Sie machen auch so ein Bogen, die jede Frau vorher ausfüllt, damit sie auch so ein Gefühl bekommen, aus welchem Business bekommt die, was möchte die gerne machen, sodass da auch jeder nochmal am Ende des Tages auch direkt von den Anfragen sie das auswählen können, welche 10 Frauen passen in der ersten Business Charisma Class zusammen und vielleicht sind ja dann der eine oder andere, wenn es so viele sich anmelden, in der zweiten Class dabei.
Das ist der Plan. Also ich möchte auch keinen vor den Kopf stoßen, aber wie Sie schon sagen, ich möchte, dass es so ein bisschen passt. Und ich sehe ja jetzt die ersten Anmelderinnen, die dann reinschreiben, ich bin in der und der Branche und ich möchte gerne Karriere machen, weil ich bin noch nicht in Führungsposition und mir fällt das und das schwer. Viele erkennen jetzt diese Probleme zu sagen, ich kann schlecht aufstehen vor einer Gruppe und sprechen. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, ich kann mich nicht überwinden. Andere sagen, ich spreche zu leise. Eine hat geschrieben, ich soll immer Reden halten, aber ich weiß gar nicht, wie ich die richtig aufbaue. Und bei anderen Leuten, da hören alle zu und bei mir fangen sie an zu reden. Also ich kann mir nicht den Raum erobern und für Ruhe sorgen. Ja, und das ist toll, wenn ich das schon vorher weiß. Dann kann ich natürlich auch, wie soll ich sagen, ich kann das auch ein bisschen anpassen. Ich bin ja gerade dabei, den Kurs noch zu gestalten und ich werde es versuchen, die Zielvideo möglich anzupassen. Bleibe aber dabei, die Grundregeln sind schon sehr ähnlich und wenn man die kennt, ist man danach einfach wirklich stärker. Und das ist das, was ich auch wirklich gerne als Appell loswerden möchte. Ich glaube, in vielen Köpfen existiert noch dieser Gedanke, die anderen sind selbstbewusster als ich, die andere ist schöner, stärker, lauter, die ist halt so und ich bin halt anders und ich kann das nicht. Das habe ich in meinen 14 Coaching-Jahren wirklich gemerkt. Ich habe wirklich die introvertiertesten und schüchternen Menschen gehabt, die gesagt haben, wissen Sie, Frau Kramer, ich bin eine Vorstellerin in der Bank. Ich muss Zahlen und Mathematik gut beherrschen. Ich will nicht reden. Das war meine erste Coaching-Kundin. Ich will kein Firmenlauf eröffnen und keine Vernissage. Ich bin Vorständin. Ich habe gesagt, ja, aber Sie müssen trotzdem reden. Zum Schluss war die sensationell, weil ich ihr einfach gesagt habe, machen Sie es einfach so, so und so. Und dann hat sie es genau so und so gemacht. Da habe ich immer gesagt, so machen. Da sage ich, ja. Ja, sagt, das mache ich jetzt so. Und jetzt, und dann stand die da und hat die tollsten Reden gehalten. Und das ist das, dass es gibt. Es ist jetzt nicht unbedingt wie eine Tablette, die man nimmt und dann geht es einem sofort besser, aber es sind wirklich ganz klare, also ich nenne es immer mein Medien-Insider-Wissen und in der Klasse ist es der Business Charisma Code. Es ist ein Code und wenn man diese Regeln, diese Schritte, diese Tricks kennt, kann es jede. So, das ist das Wichtige, dass Leute oder gerade Frauen sich nicht ausbremsen, weil sie denken, sie können es nicht. Hallo, du kannst es. Komm in die Klasse und danach kannst du deine Kommunikationsthemen wuppen. So, und mein Gott, wir sind doch auch alle keine geborene Fernsehmoderatoren. Ich bin bei meiner ersten Sendung fast gestorben. Wir haben so die Knie gezittert, weil erste Sendung, Nachrichten, Frühstücksfernsehen. Ich habe mich nur versprochen und wir haben so die Knie gezittert. Es war ein Stehpult, dass ich dachte, ich werde jetzt hinter diesem Pult ganz sachte versinken und nachgeben. Das war meine größte Panik, dass ich irgendwann nicht mehr zu sehen bin. So aufgeregt war ich bei meiner ersten Fernsehsendung. Und danach habe ich Tausende und nur live gemacht. Ach, 3.000 oder 4.000, das ist wirklich alles machbar. Machbar. Diese Überzeugung, die möchte ich einfach in der Klasse rüberbringen. So. Wunderbar. Also, liebe Mein Gott, es Zuhörerin, ist nicht so besser, schwierig. besser kann man es nicht beschreiben, besser kann man nicht selber für seine eigene Klasse werben. Also, wenn ihr Lust habt, meldet euch einfach. Wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach entweder mir oder Bettina Kramer. Wir sind beide auf LinkedIn. Schreibt einfach eine kurze Nachricht, wo der Schuh drückt, was ihr braucht. Und liebe Frau Kramer, die Zeit ist schon wieder rum. Ich freue mich, dass wir uns beide gehört haben. Und ich verspreche, liebe Zuhörerin, wenn die erste Business Charisma Class gelaufen ist, dass wir auf jeden Fall danach nochmal einen Podcast machen, dass Sie einfach auch nochmal Ihre Erfahrungen schildern können. Und vielleicht laden wir ja auch einfach nochmal jemanden aus der Klasse mit dazu ein, die auch nochmal erzählt, wie es für Sie gewesen ist, und machen mal ein kurzes Dreiergespräch, einfach so, dass sie auch ihre Erfahrungen an andere Frauen mit weitergeben kann. In diesem Sinne. Eine super Idee. Frau Kummer, ich danke Ihnen Gerne. ganz herzlich für das Gespräch und für die Möglichkeit. Und ein paar Frauen, die sieht man oft auf der Seite unter www.bettinakramer.com, das ist ja die Seite zum Kurs, da sind ja schon Testimonials, also Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, drauf und Stimmt. die erzählen auch alle ganz munter. Das kann man sich wirklich mal anschauen. Ich freue mich auf alle, die sich anmelden und ich bedanke mich ganz herzlich für diesen tollen Podcast. Sie machen das echt großartig, Frau Kummer. Dankeschön. Habe Dankeschön. ich ja von Ihnen gelernt. Ich war ja in der Klasse. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.